Der Kampf möge beginnen. Okay. Also ich denke mal, da die alle so im Kreis drumherum angeordnet sind, dass wir nichts machen sollen mit den anderen Charakteren. Das heißt, Gerugon, was ist jetzt taktisch am günstigsten? Er könnte ranlaufen und dann nicht angreifen, weil er komischerweise nur 5 Bewegungspunkte hat. Das hätten wir vielleicht vorher auch nochmal bedenken können, dass wir ihn ein wenig entlasten. Ich mach mal einen Schritt zurück. 2 Schritte zurück. Und warte ab. Meine Hoffnung ist jetzt, dass der auf uns zuläuft und nicht mehr genug Aktionspunkte hat, um uns anzugreifen. Und wir daraufhin in der nächsten Runde ihn angreifen können. Wodurch wir den ersten Schlag haben. Abwarten. Und es hat nicht geklappt. Aber wenigstens hat er nicht getroffen. So. Abwarten. 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 Das ist doch ein wenig lästig. Ich hätte gerne eigentlich nur Gerugon im Kampf. Angriff. Aggressiv. Ist okay. Angriff. Aggressiv. Ich denke, das wird lange dauern. Aber gut, wir können jetzt immer alte Optionen machen. Bisher hat nur der Ork getroffen. Zum zweiten Mal. Aber ich denke einfach, wenn wir denn einmal treffen sollten mit Gerugon, was hoffentlich bald passieren wird, dass wir dann wesentlich mehr Schaden verursachen als der Ork. Weil wir halt eine Waffe haben, die speziell gegen Orks geschmiedet wurde und verzaubert wurde. Genau, 14 Trefferpunkte. Ich glaube, bisher wurden wir für 6 bis 8 Trefferpunkte getroffen. Also sieht's gar nicht mal so schlecht aus. 15 Trefferpunkte. Ah, sehr schön. Komm schon, Gerugon. Du warst zwar nicht immer mein Lieblingsheld. Mach mich jetzt aber stolz. Komm schon. Es ist ein wenig unepisch, dass ich immer wieder alte Optionen drücken muss bei den ganzen anderen Charakteren. Aber trotzdem. Komm schon. Triff nicht. Also 6-mal klicken, damit wir einmal sehen, wie er nicht trifft, ist. Ja. Also wir haben jetzt 2-mal getroffen für ungefähr 30 Trefferpunkte. Ich nehme einfach mal an, dass der Ork so 50 bis 60 hat. Das wäre schon ziemlich viel für einen Ork. Alte Option. Okay. Die Götter haben gesprochen. Ihr seid die Sieger und ich muss dies anerkennen. Doch seid euch gewiss. So wie ihr Torwall gerettet habt, so habt ihr eine andere Stadt zum Untergang verdammt. Brazorak will, dass ihr glatt heute aus unseren Ländern verschwindet. Und nun geht. Nur immer eine neue Stufe erreicht. Okay. Dann haben wir jetzt wohl eine Steigerung vor uns. Das machen wir dann in der nächsten Folge und gucken, wie es dann weitergeht. Also bis gleich. So, wir steigern mit Mürrim was? Körperkraft haben wir jetzt ja schon recht häufig gesteigert. Ich wäre versucht, Klugheit zu steigern, für Zauber eventuell. Oder Fingerfertigkeit, Gewandtheit, Intuition, was in der Richtung? Ja, ich glaube, ich nehme Gewandtheit. So, was wollen wir senken? Neugier. Geschafft, sehr schön. Wir haben 3 Punkte zur Verteilung. Wie viel sollen auf Lebensenergie verwendet werden? Ah, dann nehmen wir doch mal 3. Dann sind wir auf einer schönen glatten Zahl. So. Steigern wollen wir Stichwaffen. Speere. Schusswaffen. So. Mit ihr wollten wir auch Yallen unterstützen. Das heißt, sie lernt jetzt auch Heilkunde Wunden. Heilkunde Wunden. Sie will nicht Heilkunde Wunden lernen. Ah, doch, geschafft. Das verbraucht aber doch ziemlich viele Steigerungsversuche, die wir eigentlich in der Natur bräuchten. Ja, und das war's jetzt auch schon. Handwerk. Ah, doch, einmal konnten wir noch. So, jetzt Natur. Fährtensuche haben wir schon recht hoch. Fesseln und Orientierung sollten wir mal steigern. Das haben wir etwas vernachlässigt.
Orientierung. Orientierung. Oh, Intuition. Genau. Gefahrensinn geschafft. Sinnesschärfe geschafft. So, 4 Punkte nur noch. Das geht viel zu schnell immer. Was haben wir noch? Das ist soweit alles in Ordnung. Also nehmen wir Wildnisleben. Wildnisleben. Und Tierkunde. Letzter Versuch auf Tierkunde. Geschafft, sehr schön. Zauber. Wir hätten gerne Beherrschung brechen. Wir hätten gerne Bandaladin. Wir hätten gerne Band und Fessel. Wir hätten gerne Balsam, Balsonde, was sie jetzt schon auf 10 hat. Wir hätten gerne Tiere heilen. Ruhig nochmal. Geht nicht. Okay. Dann noch Fulminictus. Fulminictus. Nicht geschafft. Okay. Dann noch Acceleratus, auch wenn ich den nicht wirklich häufig benutze. Das sollte ich aber wohl mal ändern. So, spurlos, trittlos. Das nehmen wir auch noch mit. Dann hatten wir auch noch Visibli Vanita und Adlerwolf und Hammerhai. Genau, das wollte ich alles auch noch steigern. Können wir das nochmal? Nein. Flim Flam hat sie nicht hoch, braucht sie aber nicht unbedingt hoch. Ist okay. Visibili. Visibili. Nochmal Visibili. Nein. 2 Punkte nur noch über. Exposami-Kreatur. Das hat, glaube ich, kein anderer so hoch. Tirik neue Stufe. Was soll erhöht werden? Ja, doch, Körperkraft. Was soll gesenkt werden? Neugier. Geschafft. Lebensenergie steigt um 1 Punkt. Das ist doch albern. Aber gut, er hat jetzt 51. Das ist nicht zu verachten, denke ich mal. Kampf, waffenlos. Attacke natürlich. Dann noch die Hiebwaffen. Auch Attacke. Die Äxte. Auch geschafft, sehr schön. Das wäre schade gewesen, wenn das misslungen wäre. Dann hätten wir noch gerne Schwimmen einmal. Dann hat er 5, das müsste dann wirklich reichen. So. Und sonst sollte er noch Fahrzeuge lenken können. Was aber nicht gelingt. Na gut. Dann halt noch Gefahreninstinkt und Sinnesschärfe, weil das fast jeder Charakter gebrauchen kann. Und was noch? Schlösser knacken könnten wir auch noch bei ihm lernen, für den Fall, dass Gwendel mal außer Gefecht ist. Und sonst Zechen. Wie konnte ich Zechen vergessen? Letzter Punkt auf Zechen. Geschafft. Ah, schöne Sache. Jallen. Jallen hat die schlechtesten Werte aus der Gruppe, würde ich mal so sagen. Wir steigern jetzt aber nicht Körperkraft, das haben wir schon oft genug gesteigert. Wir steigern jetzt Fingerfertigkeit. Das dürfte dann auch bei den Proben für Heilkunde Wunden, Heilkunde Krankheiten und so weiter helfen. Hoffe ich einfach mal. Und beim nächsten Aufstieg nehmen wir dann nochmal Fingerfertigkeit oder Intuition. So, was wollen wir senken? Aberglaube wäre echt schick. Aber eine 3 zu unterwürfeln ist schon schwierig. Probieren wir mal je zu uns zu unterwürfeln. Geschafft. So, wir haben 4 zur Verteilung. Dann nehmen wir mal 0 auf Lebensenergie. So. Kampf. Wir hätten gerne Stichwaffen. Stichwaffen. Na komm, ruhig mal Attacke. Und Schusswaffen. Bitte, bitte, bitte Schusswaffen. Letzter Versuch. Misslungen. Schade. Dann jetzt einmal alle Heilkunde-Talente. Wunden schon 2-mal geschafft. Sehr schön. Krankheiten. Misslungen. Misslungen. Das wird eigentlich ziemlich wichtig im nächsten Teil. Auch Misslungen.
Gift haben wir auch noch. Nicht geschafft, nicht geschafft. Sie ist die schlechteste Heilerin überhaupt. Na gut, was haben wir mit ihr noch? Kräutersuchen. Also Pflanzenkunde. Will sie auch nicht. Und das wäre es auch schon bei ihren wichtigen Talenten, oder? Schwimmen hat sie 5, Klettern hat sie auch über 5. Ne, jetzt genau 5. Zechen muss sie nicht können. Dann nehmen wir nochmal Verstecken. Und Tanzen. Oder war sie die Musikerin von den beiden Elfen? Na komm, den Tanz halt nochmal. So, Zauber. Beherrschung brechen auf jeden Fall. Dann auch beim Baladin. Acceleratus ist hier noch recht niedrig, aber können wir auch mal anfangen, ein bisschen zu steigern. Gleich zweimal, sehr gut. Balsam bei Sunde. Hat sie schon auf 10. Dementsprechend haben wir es nicht geschafft. Clarum Purum, das steige ich jetzt auch mal. Auch wenn es nur ein Punkt pro Stufe ist. Dann haben wir noch Armatrutz. Geschafft. Dann haben wir auch noch Silentium. Sonst, das ist alles Talanas. Repertoire Fulminictus. Zwar auch schon auf 9, aber den sollte man immer steigern, wenn man kann. Denn sonst fisselt der im schlimmsten Moment überhaupt denkbar. Aber das war's jetzt auch. Nee, wieder geschafft. Sehr schön. Hellsicht. Auch mal Exposami, damit die Elfen das beide können. Und ich da nichts durcheinander bringe. Dann hätte ich gerne noch Visibili. Und haben wir hier noch irgendwas? Feuerbann. Ja, ist alles viel zu niedrig. Na komm, nochmal Visibili. Nicht geschafft, schade. So, jetzt Talana. Was soll gesteigert werden? Steiger mal Intuition. Was soll gesenkt werden? Totenangst. Geschafft, sehr schön. Magieresistenz ist 13. Wir haben 5 Punkte zur Verteilung. 2 auf Lebensenergie. Möchten Sie zugunsten Ihrer Astralenergie 10 Zauberfertigkeit verzichten? Ja. Sollen Steigerungsversuche umgewandelt werden? Nein. Kampf, Speere. 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 Also, Parade erhöhen auf jeden Fall. So, du brauchst Wissen. Jede Menge Wissen. Magiekunde und Sprache vor allem. Sprache hat uns ja geholfen, um zum Beispiel die Schriftrolle von den Orks überhaupt erst identifizieren zu können. Sprache, nein. Sprache, komm schon. Nö, dürfen wir nicht mehr. Ärgerlich. Okay, Geschichte. Haben wir hier noch was? Nein. Intuition braucht sie auch nicht unbedingt. Pflanzenkunde, nee. Sonst hat sie echt nichts, was sie steigern sollte. Klettern und Schwimmen vielleicht noch einmal. So. Jetzt aber weiter hier. Geografie, geschafft. Geschichte, misslungen. Geschafft. Götter und Kulte. Falsch. Götter und Kulte. Misslungen. So, jetzt das Wichtigste überhaupt in den ganzen Stufenanstieg. Antimagie. Verwandlung beenden. Keine Steigerung mehr möglich. Jetzt hat sie minus 5. Ich weiß jetzt nicht, ob es minus 5 oder minus 4 war, ab wann sie damit Leute entsteinern konnte. Ich hoffe einfach mal, es war minus 5. Sonst könnten wir ein Problem bekommen. Horiphobus. Sehr gut. Nochmal. Jo. Transversales sollten wir nochmal steigern. Was hatten wir noch an Dingen, die unbedingt jedes Level gesteigert werden sollte? Nekropathia.
Geister bannen. Nekropathie braucht Verständigung, genau. So, geht das nochmal? Ja. Dann hätten wir auch noch gerne Ignifaxius. Der ist komischerweise noch unter 10. Sollten wir ganz schnell ändern. Und das war's jetzt, glaube ich, auch schon. Ne, jetzt war's das. Okay. Geisterbannen haben wir schon. Können wir nicht mehr. Accelerator ist viel zu niedrig. Foramen. Das sollten wir noch ein, zwei Mal steigern. Motorikus auch. So. Hellsicht. Analyse. Geschafft. Ist auf 5. Oder Makano-Penetration sind auch auf 5. Sensibar. Wahr und klar. Kann er nicht mehr. Sie nicht mehr. Heilung hat sie erst 6. Das sollten wir auch nochmal steigern. Und Klar und Puchen hat sie auch auf 2. Ebenfalls weiter steigern. So. Zweimal geschafft. Gute Sache. 4 Punkte noch über. Was jetzt? Hier war nichts. Vielleicht irgendwas bei Verwandlung noch. So ein Armatrutz zum Beispiel. Und Visibilität hat sie minus 4. Na komm, das können wir auch langsam mal auf einen positiven Wert bringen. So, letzter Versuch. Visibilität. Können wir nicht mehr. Dann halt Armatrutz. Geschafft. Gerogon eine Stufe erreicht. Was soll gesteigert werden? Körperkraft. Was soll gesenkt werden? Neugier. Und gibt mir viele Lebenspunkte. Ja, okay. 3. Durchschnitt. Ist okay. Gesteigert werden soll. Auf jeden Fall Schwerter. Geschafft. Auf jeden Fall 2 Händler. Ist noch auf 8. Geschafft. Sehr schön. Das war jetzt auch schon so ziemlich das Wichtigste. Wir haben noch Klettern ist hoch genug, Schwimmen ist hoch genug. Wissen, Kriegskunst muss er noch lernen. Misslungen. Und schon geht's nicht mehr. Okay, dann halt Gefahreninstinkt, Sinnesschärfe und Körperbeherrschung. Selbstbeherrschung dann vielleicht. Oh ne, Zechen erstmal. Viel wichtiger. So. Und ich gebe ihm sogar 1-2 Punkte in Tanzen. Gehört so ein wenig zur Etikette mit dazu. Und er kann wieder Talente, Steigerung für Zauberer aufsparen, weil er verbuggt ist. Ja. Kann es wahr sein? Ist dies das Ende? Es scheint so. Keiner der Orks macht Anstalten, euch anzugreifen. Ihr packt eure Sachen und verlasst das Heerlager. Wenige Tage später brechen die Orks ihre Zelte ab und ziehen weiter ostwärts. Was sich hinter Garloks Stirn verbirgt, das wissen nur seine Götter. Zwei Wochen später erreicht ihr Torwall. Die Kunde von euren Taten ist euch vorausgeeilt und ihr werdet von der Bevölkerung enthusiastisch gefeiert. Noch am gleichen Abend findet bei Hetman Tronde ein Fest zu euren Ehren statt. Alle wichtigen und hochgestellten Persönlichkeiten der Stadt sind anwesend. Dem Willen Hügeligs sei Genüge getan. Hiermit überreichen wir euch Grimmring, das Schwert, das dem Hetman aller Torwaller zusteht. Möge Hügeligs Seele nun Frieden finden. Ihr erhaltet den silbernen Pottwal, die höchste Auszeichnung, die der Hetman an Helden vergeben kann, und jeder 50 Dukaten. Den Rest des Abends wird nach Torwaller Sitte so ausgiebig gefeiert, dass ihr einige Tage braucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Ihr verlasst Torwall und den Trubel der Stadt, um Ruhe zu finden und Zeit, um eure Erlebnisse Revue passieren zu lassen. Und euch von den Strapazen des Abenteuers zu erholen. Und danach
Auf zu neuen Ufern, zu neuen Abenteuern. Zu neuen Abenteuern? Neue Abenteuer erwartet Sie im zweiten Teil der Nordland-Trilogie Sternenschweif, demnächst auf Ihrem Monitor und auf meinem Kanal. So, wir wollen abspeichern. Da. LP. Ende. Da es leider keinen so richtigen Abspann gab, aller Credits, werde ich jetzt einfach das Ganze über einen schwarzen Bildschirm laufen lassen müssen. Hier meine kurze Zusammenfassung von dem Spiel. Also ich fand es absolut genial. Es hat tierisch Spaß gemacht, sich in das Spiel zu vertiefen und auch die Sprechblasen einzufügen und den Charakteren so Leben einzuhauchen. Es gab natürlich ein paar Stellen, die mir als Spieler komisch vorkamen, weil sie halt keinen Sinn ergeben haben. Aber man muss immer bedenken, wie alt das Spiel ist und man kann nicht immer allen Spielern das gerecht machen. Denn jeder Spieler spielt das Spiel auf eine andere Weise und als Programmierer hat man da echt eine harte Arbeit. Aber ja, wir sind soweit recht gut durchgekommen. Wir haben fast alles an Content abgedeckt. Also es gab noch das Totenschiff, das habe ich aber bewusst ausgelassen und die Wolfshöhlen, aber da waren nicht allzu viele wichtige Sachen drin. Und ich fand es schon etwas weit hergeholt, dass unsere Helden jetzt anstatt direkt den Orks aufzulauern, erstmal in die Zwergenmine gehen und jetzt noch zum Einsiedlersee und so weiter. Ich wollte es nicht übertreiben mit dem optionalen Content. Außerdem bin ich auch schon ziemlich scharf auf den zweiten Teil, weil es halt wesentlich benutzerfreundlicher wird, als es bisher war. Wir haben mehr Slots, wir haben mehr Interaktion mit der Umwelt, die Charaktere werden öfters krank. Bei den Raststätten, also wenn man Pause macht in der Wildnis, um zu übernachten, hat man da diese Option, dass automatisch die Helden immer dasselbe machen. Es gibt also weniger wahlloses Rumgeklicke und Verklicke und komische Sounds beim Klicken und so weiter und so weiter. Also ja, ich bin in der Hinsicht auch froh, dass der erste Teil jetzt rum ist und wir näher an den zweiten Teil rücken und auch den dritten Teil, auf den ich mich tierisch freue, weil das mit eines meiner ersten Spiele war. Und ist einfach tierisch genial ist von der Stimmung her. Denn es ist ein wenig düsterer. Im ersten Teil war mir ein wenig zu viel fröhliche Musik und zu viel Witz mit drin. Ich mag es lieber düster und nachdenklich. Das macht auch primär die Musik aus. Im dritten Teil haben die ja eine recht interessante Band dafür angeheuert, die halt die akustische Musik gemacht hat. Und die hat mir sehr gefallen. Aber dazu dann im dritten Teil mehr. Jetzt genießen wir erstmal, dass wir den ersten Teil abgeschlossen haben und ich hoffe, dass es euch so weit gefallen hat. Und wir sehen uns dann in meinen anderen Projekten. Bye bye.